Hallo liebe Mercedes-Fans, ja, mein letztes Update, bevor die Saison leider schon zu Ende geht. Gestern lief es ja ganz gut, mit Platz 10. Ich war ja schon vorne auf 8 und musste dann ein bisschen zurückstecken. Ein bisschen nachlassende Reifen gehabt und dann letzte Runde ist leider noch dann der Ekström durch. Aber im Endeffekt auf 8 ist der Pascal ins Ziel gekommen, auf 9 Ekström, auf 10 ich. Von daher bin ich da ganz zufrieden, ich kam ja von Platz 17, habe mir ein bisschen mehr vorgestellt im Qualifying, aber ja, das ist kein Grund zur Sorge, weil ich glaube, dass wir heute nochmal einen nachlegen können. Im Qualifying natürlich versuchen wir da gut dazustehen. Heute natürlich, Bedingungen sind relativ schwierig, wir haben gerade feuchte Bedingungen, also es kann unter Umständen wirklich nass sein. Im Rennen soll es trocken sein, aber wie dennoch, heute können wir ohne Druck fahren. Das Ding ist im Sack sozusagen für Pascal, auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, Herr Pascal, für die tolle Leistung und Glückwunsch zum Meistertitel und auch zum Geburtstag. Du hast ja heute Geburtstag, wirst 21, also von daher hast du es noch rechtzeitig geschafft, damit 20 Meister zu werden. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass es heute noch gut läuft. Letztes Rennen der Saison. Ich schaue nach vorne und ich hoffe, dass ich euch da was Gutes berichten kann. Also drückt mir die Daumen und wir sehen uns später. Bis dann, euer Max.